der weltweit größte Milchhersteller gehackt und war ein Praktikant schuld an der SolarWinds-Attacke? Das und mehr in der heutigen Folge Cybersecurity Freitags mit Fayaz. Die Firma Microsoft hat 4 Node-Patches für Microsoft Exchange Server veröffentlicht. Diese 4 Patches sollen Lücken, die bereits von chinesischen Hackern genutzt worden sind, entsprechend stopfen und die Sicherheitslücke beheben. Microsoft selber hat auf dieser Blogseite entsprechende Details veröffentlicht. Das Microsoft Threat Intelligence Center, MSTIC, nennt diese Gruppe Hafnium und sagt, dass diese Hafnium-Gruppe eine chinesische Hackergruppe sei, die relativ fortgeschritten und genau arbeite. Historisch gesehen ist Hafnium in unterschiedlichen Industrien aktiv gewesen, hauptsächlich aber in den USA, um vor allem Informationen von diesen Firmen herauszugewinnen, so auch durch diese Exchange-Server-Lücke. Den Leuten, die Exchange-Server nutzen, wird natürlich dringendst angeraten, diese Lücke zu stopfen, um eben genau von dieser Hack-Attacke von der Hafnium-Gruppe geschützt zu sein. Einer der größten Milchproduktehersteller auf der Welt, Lactalis, die Lactalis-Gruppe, wurde gehackt und hat das in den letzten Tagen offengelegt. Daten wurden gemäß Lactalis noch keine gestohlen oder nur ein Teil des IT-Netzes von Lactalis wurde dabei angegriffen. Es wurden vereinzelte Systeme entsprechend infiltriert. Aber gemäß Lactalis gab es noch keinen Datendiebstahl. Das kann sich natürlich in solchen Situationen relativ schnell ändern. Wenn diese Attacke sehr frisch ist, kann es doch einige Tage, vielleicht sogar Wochen gehen, bis die IT einen effektiven Überblick über das Problem hat. Und im schlimmsten Fall ist es dann schon zu spät und man wird eben Opfer einer Ransomware-Attacke. Genau in solchen Fällen kann eben Exeon Trace helfen, weil Exeon Trace eine Art Visibilität, die Vogelperspektive auf ihr Netzwerk geben kann und so eigentlich relativ schnell ihnen einen Überblick bei solch einer Attacke geben kann und auch einen Überblick über das IT-Netzwerk geben kann. Das heißt, sie finden relativ schnell aus, welche Systeme von dieser Attacke betroffen sind. Der SolarWinds-Krimi geht entsprechend in eine weitere Runde, dieses Mal vor Gericht. Es kam nämlich zur Anhörung der SolarWinds-Mitarbeiter bzw. des Managements und da versucht man jetzt die Details dieser Attacke rauszubekommen. Gemäß einer Aussage des Gerichtes hieß es, dass ein Praktikant SolarWinds 123 als Passwort genutzt habe und dies auch in einem GitHub-Repository veröffentlicht habe. Dieses Passwort ist natürlich extrem problematisch aus vielen Ebenen, aber es zeigt vor allem auch, dass es keine saubere Daten- oder Passworthygiene in größeren Firmen gibt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nicht nur SolarWinds mit solchen Problemen kämpft, sondern auch andere größere Firmen, die sehr, sehr einfache Passwörter in kritischen Systemen brauchen. Angriffsfläche Nummer 1 ist natürlich immer der Mensch, denn auch der Mensch klickt bei Phishing-E-Mails auf die Anhänge, führt ungewollt gewisse Daten und Anhänge aus. Das Management von SolarWinds sagt jetzt in diesem Fall aber, dass das mit dem Passwort relativ schnell aufgedeckt wurde und bereits behoben sei und das eigentlich nichts mit dieser Situation zu tun haben soll. Es sieht wirklich so aus, als würde sich diese SolarWinds-Attacke noch um weitere Wochen, wenn nicht Monate, in die Länge ziehen, um da wirklich alle Details herauszufinden. Mein Name ist Fayaz Alingan und ich zeige Ihnen jeden Freitag Cybersecurity-Nachrichten aus der ganzen Welt.